Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. So, das können wir mal abschalten. Da kommt nämlich erstmal so gar nichts daher. Können wir wieder abwarten, bis das da unten wieder gefüllt ist. Da haben wir eh schon Vakuum. Ah, man sieht, hier wird schon langsam wieder ein bisschen weniger. Die arbeiten hier brav, weil wir kein Ethanol haben. Na, wie vor. Da arbeiten einfach zu wenige, aber unter so verblutet dort. Aber der Druck hier ist zu hoch, als dass das irgendwie Polluted Oxygen abgeben könnte. Ah, oh, das ist hier so. Wir sind hier mittlerweile so warm, dass das verdampft ist. Selbst das Eis da unten wird bald schmelzen. Ach, hey. Da bekommt das hier gar. Naja, okay, es ist doch ziemlich. Wie warm ist das, was da reinkommt? Das kommt auch schon bereits mit 17 Grad daher, weil das heiße Öl darüber gepumpt wird. Und wir sollten da vielleicht einmal stoppen mit dem Pumpen. Ja, mittlerweile ist das ganze CO2 hier verdampft. Was natürlich extrem viel ist und das drückt natürlich da wieder zurück. Mann. Aber es liegt ja immer noch einiges gefroren rum. Aber dennoch wird es hier wärmer und wärmer und wärmer. Mist. Die Kühlung da unten vom Öl wird nicht mehr lang funktionieren. Konnte man erstmal, könnte natürlich einfach hier drüber bauen. Das sollte die eigentlich nicht beeinträchtigen, ne? Und drin kühlen wir dafür langsam ab. So, das ist auch schon an, also sobald die Rakete bereit ist zum Starten, kann es eigentlich losgehen. Da bleibst du mal off. Und da hat auch noch immer keiner was reinbracht. Leute, Leute, so geht es nicht. Ihr müsst hier Wasser abliefern. Ari kümmert sich da brav drum. Echt ewig Wasser nur so da. Ah ja, warte, wir müssen mal aufheizen da auch. Oh. Müssen es da noch anschließen natürlich. Gekommen. Da mal ein bisschen Öl in den Kreislauf pumpen. So, das sollte mal reichen. Oh ja, das Öl ist extrem heiß. Allerdings nur die ersten Teils. Der Rest noch nicht so. Aber es wird da drin dann
schnell warm werden, sobald da Wasser drinnen ist. Die Temperature Shift Plates haben ein bisschen was aufgenommen. Aber nur geringfügig. Aber ja, also wenn die Türen offen sind, dann geht hier nichts. Gut zu wissen. Also wird nur von hier gekühlt momentan. Und ja, von da drüben und herum. Beziehungsweise da aufgeheizt. Pumpen wir mal Wasser hinein. Damit wir da ein bisschen einen Dampf zusammenkriegen. Das Wasser heizt sich so langsam auf, es braucht halt ein bisschen Zeit. Eintrittstemperatur, 160 Grad, Austrittstemperatur 112 in etwa. So. Ein bisschen Wasser haben wir da mal drin. Und jetzt müssen wir halt warten, bis es verdampft ist, was ein bisschen dauern kann. Weil das hier leider doch nicht so viel aufheizt wie erwartet. Wir können natürlich was machen. Wir können da ja ein bisschen mithelfen und sagen: Cutten hier. Die Türen sind ja hier auch ziemlich heiß. Und sobald die zu sind, müssen sie eigentlich die Wärme übertragen. Oh nein! Nein! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Haben wir auf das nicht vorher geachtet? Nee, das Ding besteht nämlich nur aus Plastik. Toll! Auf ein neues! Wir hoffen, dass das Wasser hier nicht verdampft und es wird knapp. Wir können natürlich hier trennen. Nicht verdampfen, nicht verdampfen, nicht verdampfen. Puh, knapp. So, dann machen wir hier auf und das Deconstruct. Disable Auto Repair. Oh Mann. Das, dass das einfach nicht funktionieren kann. Gut, wir müssen halt eine große Pumpe da reinsetzen, das hilft nicht. Ist halt so. Kommt da jetzt noch wer? Wahrscheinlich eh nicht mehr. Doch, Catalina. Catalina ist so nett und bringt uns hier Wasser. So, die Pumpe ist damit einmal weg. Dann kommt hier halt so eine Pumpe hinein. Okay. Das Wasser hier ist ziemlich heiß, also schicken wir einfach mal das restliche Wasser, was wir da noch haben, hinten nach. Das hat eine recht angenehme Temperatur von 35,4 Grad. Sollte das Wasser hier unten wieder gewaltig abkühlen. Schön, dass du das abgebaut hast. Also das war das. War nur das Kabel. Na bitte, zumindest soweit die Temperatur getroppt, dass es nicht mehr gleich verdampft. Leute! Okay, Travaldo kommt. Es braucht ja alles ein bisschen Zeit immer. So, zur Wartung, wenn wir mal. Ja, ein paar Leitern bauen. Ja,
Also man dachte, dass man da was so. Selbiges da. Sollten wir das auch wieder verbinden können, dass das restliche Öl da auch noch nachkommt. Ohne dass es hier verdampft. Und gleichzeitig ist es wieder ein bisschen aufheizen. So haben wir da drin 137, 138 Grad, 139 und 141 fast. Schön. Okay, das ist erledigt. Strom ist auch erledigt, alles passt. Die Insulated Tiles hier wären wichtig, Leute. Da ist der nächste Meteoritenschauer. Sehr gut, das heizt hier die Bunker Tiles wieder an. Und die Bunker Doors sind auch zu. Sehr schön. Könnte man auch eine Technik bauen, um hier einen Hitzekreislauf zu machen, einen Heizkreislauf zu haben. Dass man sagt, okay, wir pumpen das hier weiter im Kreis, auch wenn wir hier jetzt so nichts reinpumpen dabei. Wäre auch eine Möglichkeit. Kamel, ja bitte. Liefert sie alles her, damit die das bauen können. Katharina, unser Hero. Auf ein neues, ne? So, machen wir noch eine Leiter entlang. Ja, es kann ja auch aus was anderen sein, Leute. Mann, stellt sich nicht so an. Ja, von mir aus macht es halt das Igneous Rock. Muss man wieder hier ein bisschen was abbauen. So, was haben wir hier? Über 200 Grad. Jetzt wird es schnell gehen. Oh ja, die Temperatur knallt in die Höhe. Und 100 Grad überschritten. Und ja, braucht man ein bisschen. Temperature Shift Blades da oben sind noch nicht heiß. Aber jetzt haben wir es dann. Da drin ist. Okay, Moment. Okay, wir haben schon Steam drinnen. Ein bisschen. Wir haben hier immer noch 200 Grad Öl. Aber es. Wow, wir verlieren da drinnen 85 Grad. Knallen wir da rein. Da liegt ja noch Plastik drin. Nein, wollt ihr mich veräppeln? Das darf nicht wahr sein. Da liegt Plastik. Die haben das Plastik da noch drin. Warum hat man das vorher nicht gesehen? Das war wahrscheinlich vom Wasser irgendwie verdeckt, ne? Na toll. So, wir könnten eigentlich ein Gasreservoir da draußen bauen, aber ich will es mal wissen. Schauen, wie das hinhaut. Ja, aber da knallt jetzt das ganze Steam. Verliert langsam an Temperatur. Geht aber noch. Wird aber immer wärmer. Von daher ist nicht so tragisch. Das Plastik da drin wird natürlich irgendwann schmelzen. Ne? Gut, die Wärmeleitfähigkeit ist recht gering, aber bei 160 Grad ist vorbei und das Öl kommt hier mit über 200 daher. Weit über 200, also klar, jetzt wird sie durch die Türen hier auch noch aufgeheizt, ne? So. Hm.
wie viel. Ja, muss ich im nächsten Part dann einmal ausrechnen, wie viel wir da brauchen. Offensichtlich haben wir immer noch nicht genug. Nur mehr her damit. Extrem heiß schon. Ach, die bauen erstmal da unten ab. Geh du mal daher bitte und du geh bitte daher. Das wäre wichtiger. Wenn du da vom Boden aus arbeitest, ist das da leichter und du verbrauchst keinen Treibstoff, ne? Wäre vielleicht besser. Weiter rein. Maximal 900 Kilo. Also ist schon sehr viel drin. Also über ein Neuntel haben wir bereits. Teleskop Idle. Metallic Asteroid. Oily. Okay. Nächstes. Scheinbar schafft es ja doch hin und wieder einer dorthin. Scheinbar reicht das Wasser eh schon aus. Wir haben ja schon zumindest sehr viel. Wie geht's da unten in der Basis voran? Wasser, es ist sehr warm und nicht mehr allzu viel. Wie schauen wir hier aus? 11 Grad. Mann, mit solchen Plusgraden kommt es daher, das ist nicht gut. Schauen wir hier aus. Minus 50 Grad gehen da hier rein. Friert teilweise nicht einmal mehr richtig das Wasser, was da reinrennt, was schon wieder von irgendwo. Oh, es geht schon wieder hier über. Ach nee. Wahnsinn. Immer wieder geht uns hier der Fischtank über. Wir sollten. Ah, wir können das ja mal runtersetzen und sonst das Wasser woanders hinliefern. So, jetzt haben wir darin auch schon Wahnsinnstemperaturen. So, wieder abbauen. Hier wird es auch immer höher, das sollten wir auch mal durch. So, für den Fall, dass ich hier wirklich in ein Atmosphäre-Dock wollen, wie groß sind denn die? Problem ist, wohin damit? Reicht das, wenn ich das da herbaue oder so? Auf jeden Fall ist es recht hoch. Das heißt, wir bauen das mal so. Und dann werden wir eh sehen, ob wir dann einen Raum hinmachen müssen extra oder nicht. Du kommst bitte daher.
du da immer so hängen bleiben? Aber jetzt schaffst du es, oder? Kannst dich auch ruhig am Boden stellen dafür. Ja, jetzt packt das gar nicht mehr. Ah, jetzt. Ah, wenigstens kommt da ordentlich Wasser daher. Schau mal hier unten aus. Immer noch nichts. Ist eh nur noch. Der ist ja fertig, hier ist nur noch Sauerstoff drinnen, aber. Okay, gut, das liegt daran, dass der jetzt momentan nicht mehr ausbricht. Hier draußen ist natürlich immer wieder eine Menge CO2, das polluted Oxygen. Hey, wir haben wieder genügend Ethanol. Vorerst. Und wir haben jede Menge Polluted Water, das heißt, wir werden noch mehr Bäume bauen, vielleicht da unten. Mal schauen. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.